macht mir schon ein bisschen Spaß. Unter freiem Himmel, das ist dieses Teichhockey-Feeling und da, so hat man auch Eishockey begonnen. Also früher hat man ja keine Eisflächen gehabt, also Eishallen, sondern hat unter freiem Himmel angefangen, am Teich, unter gefrorenen Seen hat man gespielt und ja, das ist so oldschool und da wollen wir auch zurück. Also wir haben einen Zug gemacht und wir haben alle Eltern was eingelatzt, so eingelatzt und wir haben noch ein Foto gemacht und wir weiß ich nicht mehr. Ja, ich bin hellauf begeistert. Ich kann Freudensprünge machen. 27 Anmeldungen jetzt in so kurzer Zeit. Und wenn man da in die Kinder in die Augen schaut, jedes funkelt. Also da tut sich heute wieder was. Ja, super. Irgendwie auch mal einfach das, dass man es probieren kann. Herumwüdeln mit den anderen, ein bisschen Unterstützung kriegt. Fühlt sich sehr gut an. Und ich glaube, dass die Kinder rechten Spaß machen. Wie schnell sie lernen, das ist einfach. Da waren viele dabei, die nicht Eislaufen können und auf einmal eine halbe Stunde später können sie ganz normal Eislaufen. Und jetzt spielen sie schon mit Pucks und Bälle und haben eine Freude daran. Und ich glaube, die kriegt man gar nicht nach dieser Stunde runter vom Eis. Ich hoffe, dass viele, viele dabei bleiben und weiterhin Eishockey spielen. Eben vom Stadion, die Spieler, das kennt man. Und den Manuel Latusa hat man natürlich auch so im Stadion so mal gesehen und bei den Spielen. Und natürlich ist das jetzt lässig, wenn man die sieht. Ich glaube, die Kinder kennen das noch gar nicht so schätzen wie die Eltern. Die haben da mehr irgendwie mehr Bezug. Ich freue mich über jede Anmeldung, auch wenn es nur eins ist. Aber ich glaube, wenn ich so ein bisschen so schaue, es wird hoffentlich ein Drittel werden. Das ist das, was ich mir wünsche. Los! Go!